Ob und wie stark ein Stoff brennt, hängt auch von seiner Oberfläche ab. Ist diese Oberfläche sehr groß, zum Beispiel durch Zerkleinerung, dann kann es schon zu heftigen Bränden und sogar Explosionen kommen. Genau das zeige ich dir hier in der Mehlstaubexplosion. Dazu habe ich hier einen Kanister, wo eine Kerze brennt. Mit einem Schlauch puste ich ganz feines Mehlstaub in diesen Kanister. Mal schauen, was passiert. Du siehst, sobald der Staub fein zerteilt in diesem Kanister ist, fängt das sofort schlagartig an zu brennen in einer explosionsartigen Weise. Das liegt daran, dass dieser Staub Wärme wahnsinnig gut aufnehmen kann und eben super leicht brennt. Das bedeutet, dass überall dort, wo Stäube sind, zum Beispiel in Werkstätten, egal ob Holz oder Metallspäne sind, dürfen keine Zündquellen irgendwie hier noch dazukommen. Das kann nämlich wirklich richtig gefährlich sein, wie leider auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Merke dir also unbedingt, dass feine, verteilte Stoffe sehr leicht brennen und es hier sehr schnell zu unangenehmen Bränden und Explosionen eben kommen kann. Schau dir gerne die weiteren Videos in dieser Brandschutzreihe an, aber jetzt sage ich erstmal Tschüss bei Feuer und Flamme mit Dittrich.